Ein herzliches Quacken, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Counter-Strike Global Offensive Training. Und heute gibt es mal die P90, mit der wir heute trainieren. Und wieder dabei dieselben Verdächtigen, hier Raced und Ayana King. Jawohl, erstmal schön einen rausgedrückt. Yes, yes, ja. Wer hat mir den geklaut? Toll. So, P90 ist Spray and Pray, also Dauerfeuerabenteuer ist hier absolut zutreffend. Richtig. Ja. Aber ich finde, mit der kann man trotzdem relativ präzise sprayen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, da sind Leute. Oh, ein Kopf, Alter. Der war nicht schlecht. Ich verstecke mich hier gerade mal kurz. Ach, das geht ja nicht. Was man auch noch üben könnte, was vielleicht auch nicht schwer ist, die Beißen. Was? Die Beißen. Ich hab's akustisch leider gerade nicht verstanden, weil ich voll am Sprayen war. So, die noch Beatson! Die Beatson, ne, die finde ich kacke. Ich finde die richtig kacke. Ich finde es auch keine gute Wahl zum Kaufen. Da gibt es bessere Waffen, die du dir kaufen kannst mit demselben Geld. Ja, oh, dann spawnen sie hinter mich. Ja, die ist aber total für den Arsch eigentlich. Vom Schaden her und alles ist echt ziemlich schlecht. Nur weil ich den Arsch. Nee, weil das einfach wirklich eine Scheißwaffe ist. Mobbing am Arbeitsplatz. Ich hab 10 HP, ich schieße auf alles aus dem Weg. Ich weiß, unten Lower Tunnel war gerade was gewesen. Oh Gott, warum kommt denn da noch ein zweiter? Das ist so wieder hier. Er hat mir gerade von lang, weißt du, er war lang, ich war B, und er hat mir mit der P2000 107 gedrückt. Oh. Ach, danke. Er hat doch eine goldene Rüstung. Ah, auf B steht eine AWP und guckt vom Fenster aus in Richtung Tunnel. Ich laufe mit Messer in die Mitte wieder runter zu Lower Tunnel und dann stehen da bitte alle. Okay. So, gerade wurde es echt mal so ein bisschen hektisch. Also wie gesagt, hier könnt ihr gut Burst geben. Naja, natürlich schwierig, wenn auf lang und on-spot Leute sitzen, die auf euch schießen. Aber das ist halt so eine Waffe, die kauft man oftmals beispielsweise als Terror in der zweiten Runde für so einen B-Rush, genau. Weil bei so einem Rush ist die echt ein bisschen übermächtig. Verdammt. Ich glaube, so mitten in einem Match einfach so will ich mir die nicht holen. Ich. Mitch auch nicht, einfach weil dazu ist er dann doch ungenau. Ja. Fuck! 91,5, willst du mich mal rollen? Hast du davon? So, müssen wir gerade mal nachladen. Du warst gerade in Tunnel, oder? Ja! Achtung, auf B ist einer gespawnt.
es nur gehört. I don't care, I love it. Raus da! Das war ein Terror. Lol! Ach so, nicht mal den Assist! Nee, schätz mal, du hast mir in den Hinterkopf geschossen. Danke! Und jetzt musst du nachladen! Du Noob! Ja, oh, da war kurz auch noch einer. Ja, ich weiß, ich hab's gehört. Wie einfach so mir einfach alles in den Hinterkopf schießt und dann anfängt nachzuladen. Alle haben drei. Falls jemand hinten ist. Wo? Nee, aber kurz kommt jemand. Ah, lang. Noch einer auf kurz. Oh, von B auch noch jemand. Oh, und von laut auch. Ich hab keine Waffen gekriegt. Ist halt auf mittel zu. Was? Mittlerer zu langer Range ist die P90 halt echt nicht so gut. Ne. Gegen halt richtige Waffen wie so M4 oder AK hat die da keine Chance. Aber für so Nahkampf und zu rushen ist die echt optimal. Da ist noch einer gespawnt. Zweimal in Kopf, 7-2. Alter, kann ich jetzt irgendwann mal sterben? Ich hab keine Waffe. Danke. Das ließ sich arrangieren. Auf ein AWP-Duell sollte man mit der Waffe nicht generell einlassen. Nie einlassen, auch wenn ich das jetzt gerade gewonnen habe, aber ist in der Regel nicht der Fall. Also, weil, wie gesagt, die ist halt zwar ist nicht so mega ungenau, aber genau ist halt aber auch halt erst auch nicht die Beschreibung, die auf die genau. P90 zu trifft. Ja. Ist halt wirklich so nah bis. Nah bis Mittel. Mittel, ja. Ja, eher nah. Ja. Herausbauen sind zwei oder drei. Okay. Ich suche euch gerade, aber ich finde euch nicht. B. Bis auf B? Ich komme Mitte. B, Tunnel. Nice shooting. Oh, von laut Tunnel kam einer. In der Mitte kommen noch zwei durch. Jetzt bin ich. Komm ich in Tunnel. Hinter mir ist einer gespawnt. Oh, ich hab's genau gehört. Nice bin ich lower Tunnel. Ich bin kurz. Warte mal, wo steht dieser? God damn it! 47-3. Boah. Da hat er mir gedrückt. Was? Wer hat mir gerade den Kopf geschossen? Das war irgendein Teammate. Ich Ayana weiß, war das. Nicht. Was ein Headshot! Oh mein Gott! Der war strange gerade. Fuck! Der war, Mann! 111 in 1. Das ist AWP. 6 nach schon 2, das waren wieder 2 Headshots. Ach! Verdammt. Oh, in Tunnel wäre jetzt noch Leute gekommen, ich hab grad gewusst, dass da einer war und einer ist noch gespawnt. Da war's schon wieder vorbei, das war ja rucki zucki. Auf jeden Fall, wie immer, wenn es euch geholfen und gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Und ja, einfach immer wie jedes Mal drunter schreiben, was für eine Waffe ihr denn noch sehen wollt, was wir vielleicht so Sachen oder Waffen, die wir schon gezeigt haben, noch näher erklären sollen, können, dürfen.
Oder, ja, nicht nur zu Waffen, generell, was ihr für Fragen habt. Genau darum geht es nämlich, um eure Fragen, die wir hier beantworten. Und solange nicht gezielt Fragen kommen oder irgendwelche Fragen zu bestimmten Waffen, zeigen wir einfach mal querbeet alle Waffen durch. Und gehen dann noch generell so ein bisschen näher auf Map-Taktiken und die ganzen Smokes und Flash für die spezifischen Maps ein. Und, ja, aber gewünscht sind natürlich einfach Fragen, die ihr habt, damit wir die gezielt beantworten können. Und, ja. Wir sehen uns in 2 Tagen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.